Willkommen zurück zum Let's Play Flatout, werte Freunde des gefleckten Let's Plays. Die ganz Aufmerksamen unter euch werden sich jetzt fragen, warum mein Kontostand so niedrig ist. Ich hätte gerade eben aufgenommen, nur irgendwie hat mir Fraps nichts aufgenommen. Keine Sorge, nichts Großartiges verpasst. Ich habe nur die letzten Teile für unser Auto gekauft und habe einmal versucht, im Silver Cup die Gravel Mount Gravel Rock Run zu gewinnen. Ich bin sowieso kläglich gescheitert. Aber nach dem Rennen habe ich gemerkt, oh, Fraps nimmt gar nicht auf, weil ich habe auf der Tastatur ja diesen LED-Bildschirm auf der G15. Und da habe ich gesehen, Fraps nimmt mir nicht auf. Das heißt, ihr habt im Prinzip nichts verpasst, wir starten jetzt direkt rein. Natürlich nochmal mit dem Gravel Rock Run. Und diesmal gewinnen wir ihn auch. Jetzt war ich übrigens Sechster. Sechster. An sechster Position. An der sechsten Stelle. Boah. Egal. Reißen wir dieses Fest einfach runter. Schweigsamer sein, diese Aufnahme. Ich habe vorhin nämlich gemerkt, dass ich hier öfter euch rede, dass ich mehr Unfälle bei euch. Ja, es ist heute nicht so wirklich mein Tag. Ich habe vorhin auch gerade die Shogun-Aufnahme zu Ende gebracht. Mit der Aufnahme zu Shogun 2 Total War fertig. So wird ein sehr bewegter Abschied des Spiels. Das ist auch bei Alice war. Aber das habt ihr wahrscheinlich schon alle auf dem Blog gelesen, wenn ihr das jetzt nicht seht. Vorausgesetzt, der nächste Block. Sicher um die Kurve rüber. Ja, nein, am Platz gut machen, hab schon. Geht's da einen Platz? Naja, es wurde ja gesagt, es wurde in den Kommentaren geschrieben, es wird nicht erwartet, dass ich überall Erster werde. Dafür bin ich sehr dankbar, dass ich wieder ein Spiel durchbringe. Jetzt versuche ich in die Top 3 zu kommen. Sieg ist perfekt, ohne Frage. Und mit dem Platz in den Top 3 bin ich schon zufrieden. Thank you.
Seufz. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir sammeln in der Bronzeliga, wo wir auch immer Preisgelder gewinnen können. Und bei den Bonus-Events genug Kohle, damit wir uns ein Silberklasse-Auto kaufen können. Und ich versuche diesen Weitsprung nochmal, das kann es ja auch nicht sein, so wie wir da letztes Mal gelost haben. ...36,44, das haben wir schon besser gesehen. ...36,71, naja passt. ...53,36. Immerhin 300 Credits. So, Bronze. Wir werden einmal jetzt den Bunker Hill Havoc spielen, einmal den Fairgrass Run und einmal die Bunker Challenge. Und damit fangen wir auch gleich an. Und zwar deswegen, damit wir genug Kohle haben für ein Superklasse-Auto. Denn mit den Bronze-Klasse-Autos reißen wir da glaube ich nicht recht viel. Auch wenn die getuned sind, das geht nicht mehr. Die meisten Superklasse-Autos haben schon mehr PS, wenn man sie kauft. Ungetuned. Wo ist mein Auto bitte jetzt hängen geblieben? Das dürfte wohl einer der wenigen Bugs sein, die dieses Spiel nach gefühlt 730.000 Patches noch hat. Ich bin der Ansicht, dass auf dieser Strecke durchaus zwei Runden gereicht hätten. Aber naja. Nein. Ach ja, der Baum. Er rettet die Bäume von wegen Holz, ja. Keine Ahnung. Zumindest die, die neben der Straße stehen. Ja, das ist Bombenkollisionsabfrage. Das ist schon. Entwickelt schon lassen, das Kollisionsverhalten ist gigantisch. Klar ist das Spiel auf Action ausgelegt, aber man kann es nicht übertreiben, glaube ich. Nein.
Ich pack's gerade nicht. Das ist, als hätte ich das noch nie gespielt, ganz ehrlich. Also. Zwei Runden hätten gereicht. Ach Gott, da wäre ich jetzt schön dran, ja? Nein! Sorry, aber... What the fish? Krieg's nicht auf die Reihe. Vergesst das mit dem ersten Klasse Rennen Teil Dingens. Leichtigkeit des Seins und rocken hier die Piste. Ja, ich weiß, der Spruch hat nicht raus. Warum immer ich? Das ist, glaube ich, die deprimierendste Aufnahme, seit ich angefangen habe. Die geht erst in ungefähr eine Viertelstunde. Abkürzung verzichte ich jetzt freiwillig.